Wir stehen hier auch wieder vor einer Windwurffläche, genauso wie es eben gerade der Fall war. Hier hat der Waldbesitzer allerdings noch nichts gemacht. Ihr seht hier eine üppige Gras- und Strauchvegetation, über uns vereinzelte Kiefern, am Rande mal eine Birke und eine Eiche. Das heißt, diese drei Baumarten werden sich hier auch in der Zukunft verjüngen. Wir sehen das hier auch schon in einzelnen Beispielen, aber das ist hier ein sehr großes Problem auf der Fläche. Die Gras- und Strauchschicht machen es dem Wald sehr, sehr schwer, dass er hier Fuß fassen kann. Und zusätzlich haben wir hier noch das Problem, dass wir hier eine invasive Art haben, nämlich die Spätblühende Traubenkirsche, die über 90% dieses Dschungels ausmacht und es dem Wald noch schwerer macht, hier Fuß zu fassen. Das heißt, wenn wir hier Verantwortung übernehmen wollen für die nächsten Generationen, sollten wir auch hier auf dieser Fläche aktiv werden und einen klimastabilen Mischwald aktiv anpflanzen.